Der Album von Blackridge ist jetzt in der Revision B, also Black, endlich draußen. Bei CDK-Deals findet ihr offizielle Microsoft-Keys, ob Windows 10 oder 11, Microsoft Office, Games auf sämtlichen Plattformen wie Steam, Origins und Uplay zu wirklich guten Preisen. Bis vor kurzem habe ich über CDK-Deals immer meinen Windows 10 bezogen, denn dort waren einfach die Preise richtig gut. Und jetzt gibt es auch offizielle Windows 11-Keys. Ja, wenn wir das Ganze jetzt hier in der Suchleiste einfach mal eingeben, Windows 11 gibt es entsprechend die Pro- und die Home-Version. Ihr könnt mit dem exklusiven Rabattcode GU25 satte 25% sparen und damit landet ihr bei gut unter 20 Euro für den Windows 11-Key. Ich habe das Ganze bereits ausprobiert, die Aktivierung läuft reibungslos und inzwischen habe ich Windows 11 sowohl auf meinem Laptop als auch meinen zwei anderen PC-Geräten installiert, bin sehr, sehr zufrieden. Ja, und bei CDK-Deals macht ihr echt einen Schnäppchen. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV. Und wer das letzte Ründchen Unboxing bzw. Kanalplanung gesehen hat, weiß, der Alpenfern Blackridge ist jetzt in der Revision B, also Black, endlich draußen, also komplett in Schwarz, so wie er von Anfang an hätte sein sollen. Ja, beziehungsweise, wer sich an die Anfänge erinnert, die ursprüngliche V1, so habe ich sie damals genannt, war schwarz, ja. Das Problem ist, damals gab es entsprechend in der Produktion ein paar Schwierigkeiten und bereits in dem ersten Monat, wo der Blackridge auf den Markt gekommen ist, ist die Revision 2 rausgekommen. Und seitdem war der Blackridge, ja, vernickelt. Soweit nicht schlecht, es war eine dunkle Nickelbeschichtung, entsprechend sah das Ganze auch sehr schick aus. Ja, keine Frage, es hatte so einen Titanium-metallischen Grauton, so würde ich das Ganze nennen. Das Problem ist, der Kühler heißt Blackridge, ja, und wir schauen uns das Ganze gleich an, aber inzwischen gibt es ein Update im Handel und zwar eben die Revision B. So wie sie hier auf dem Bild zu sehen ist, bekommt ihr inzwischen den Blackridge auch im Handel. Nun haben sich aber seitdem, ja, nicht nur Cryorig, sondern auch Thermalright entsprechend gedacht, das können wir auch und Noctua auch, ja. Sämtliche Hersteller sind auf diesen schwarz beschichteten Hype aufgesprungen, der mit einer Graphenbeschichtung einhergegangen ist. Graphen, das war damals so das Schlagwort, was entsprechend für eine bessere Kühlleistung gesprochen hat. Nicht nur, dass das Ganze schick aussah, sondern auch bessere Kühleigenschaften mit sich gebracht hat. So. Und entsprechend ist dieser Kühler hier, der AXP90X47 von mir, als der beste 47mm ITX-Kühler gekürt worden, in der schwarzen, graphenbeschichteten Ausführung entsprechend, was Sockelkompatibilität angeht, sowohl für AMDs Ryzen AM4-Sockel als auch Intels LGA 1200, kein Thema. Ich habe das Ganze mit dem Asus Z690i euch präsentiert gehabt, entsprechend auch die Temperaturen mit Alder Lake gemessen und bin sehr, sehr angetan gewesen von dem Kühler. Entsprechend war meine Erwartung hoch, als ich den Alpenföhn Blackridge in der Revision B erhalten habe. Es wird nichts Grundlegendes an der Kühleigenschaft des Blackridge ändern. Ja, mein Statement damals war, wenn ihr einen 92mm Lüfter verwendet, ja, so wie der Blackridge eben ab Werk zu euch kommt, dann ist im Vergleich der AXP90X47 der bessere CPU-Kühler. Einfach, weil er mit dem Lüfter, ja, die Masse, die Kühlmasse besser mit Frischluft versorgen kann. Das Problem ist, dass das nicht das Alleinstellungsmerkmal des Blackridge ist. Der Blackridge hat die Möglichkeit auf sogenannten VLP, also Very Low Profile Arbeitsspeicher zu setzen. Dieser ist eben sehr, sehr niedrig, 19 Millimeter, um genau zu sein, also 1,9 cm unter 2 cm hoch. Dann passt ein 120 mm Lüfter unter diesen Kühler. Und das ist für das ITX, für ultrakompakte Systeme natürlich revolutionär gewesen. Explizit im DAN A4 SFX, also einem ITX-Gehäuse mit 7 Litern, dort so einen 47 mm Kühler unterzubringen plus 120 mm Lüfter. Das ist natürlich überragend. Und ich habe damals den i7-8700K mit 5 GHz Overclock mit dem Kühler betreiben können. Kein Problem.
Das Problem damals war VLP-Arbeitsspeicher eben mit 2666 MHz erhältlich als 8 GB Stick von Kingston und seitdem hat sich nicht viel im VLP-Markt getan. Das hindert uns als Enthusiasten natürlich nicht daran, diesen Speicher zu übertakten und ich habe damals schon den VLP auf 3200, sogar 3600 MHz takten können. Ja, nur gibt es inzwischen auch richtig erschwingliche DDR4-Kits mit 4400 MHz und aufwärts. Ja, dieses Viper Steel Series Kit hier entsprechend für unter 100 Euro erhältlich. Mit VLP-Arbeitsspeicher, da kann man nur von träumen. Dass sich das irgendwie etabliert im Desktop-Markt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es ist inzwischen schon DDR5 draußen. Anderer Aspekt, die Z690 ITX Boards. Explizit hier unter Alder Lake das Asus Z690i. Ja, wer das Video gesehen hat, dieses Board ist wirklich beeindruckend und ja, der Vorreiter in Sachen ITX. Es gibt derzeit noch keine anderen ITX-Lösungen. Erst mit der Zeit ja, wird von MSI, Gigabyte und ASRock, da wird ein Blackridge nicht draufpassen. Die Heatsinks sind so hoch geworden im ITX, da kollidiert das Ganze. Da hat einfach der Thermalright AXP90 hier den gewaltigen Vorteil, dass es entsprechend ja, ein Topblower ist, der sich im Sockelbereich auffällt. Hier auf dem MSI B550i, ja, könnt ihr sehen, das Ding bewegt sich genau in dem Bereich von 92 mm des Lüfters und kollidiert hier in keinster Weise, lässt den Arbeitsspeicher in x-beliebiger Höhe zu. Für mich einfach die komfortablere Lösung. Und ihr werdet auch sehen, wenn wir das Ganze gleich montieren, ja, die AM4-Montage, gerade bei AMDs Ryzen CPUs und Mainboards, ist hier beim Thermalright unterstützt. Ja, das heißt, wir können einfach die beiliegende Backplate verwenden. Das Ganze ist in die Montage integriert. Der Blackridge, ja, der verzichtet auf eine Backplate und nutzt die von AMD beiliegende Backplate leider nicht, was ein weiteres Manko ist. Entsprechend bleibt mein Statement schon vorab, vor den Tests, soweit stehen. Wenn ihr einen 47 mm Kühler braucht, ja, und nicht VLP-Arbeitsspeicher benutzen wollt, um entsprechend die beste Kühlleistung zu haben, dann ist so etwas wie der AXP90 hier die bessere Wahl. Jedoch wird der Alpenföhn Blackridge mit 120 mm Lüfter und VLP-Speicher diesen immer schlagen. Deswegen werde ich das Ganze nicht testen. Ich habe es bereits getestet und entsprechend könnt ihr gerne zurückgehen, euch die alten Videos, den alten Content zum Alpenföhn Blackridge anschauen. Da habe ich bereits demonstriert, wie gut dieser ist. Ja. Also, das Problem im 1:1 Vergleich mit 92 mm Lüfter wird er schlechter abschneiden. Das kann ich jetzt schon im Vornherein sagen. Schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal in der Nahaufnahme an. Schaut euch das an, das ist wirklich Millimeterarbeit. Also auch hier mit dem Heatsink, das ist wirklich wunderbar mit dem B550i. Der kleine Lüfter hier von dem M.2 Heatsink, komplett eigentlich abgeschottet von dem anderen Lüfter. Also vom Fitment sieht es sehr, sehr gut aus. Okay. Ja, jetzt haben wir die CPU natürlich aus dem Sockel gezogen. Jetzt können wir so natürlich nicht ganz nachvollziehen, wie sich die Wärmeleitpaste verteilt hat, wenn wir das Ganze nicht korrekt abnehmen können. Aber die Oberfläche von dem Blackridge ist eben sehr, sehr plan. Und ja, was wir wissen, ist, dass das Ganze auf jeden Fall gut kontaktiert hatte. Nur links, rechts in den Ecken, ja, sieht man, dass dort entsprechend schon ein bisschen Wärmeleitpaste gefehlt hat, aber das könnte man kompensieren, indem man eben ein bisschen mehr Paste verwendet. So, nachdem jetzt alles hier schön sauber ist, ja, können wir mit der Montage noch einmal beginnen. Hier jetzt mit dem Arbeitsspeicher. Und soweit, ja, bare PCB, also komplett naked. Wir werden übrigens für die Testreihe die Alpenföhn Wärmeleitpaste verwenden, die im Lieferumfang enthalten ist. Die ist schön von der Konsistenz. Ja, wir haben gerade gesehen, dass wir ein bisschen mehr Paste vertragen können. So, schöner Klops in die Mitte. Dann bekommen die ICs hier sogar noch ein bisschen Airflow ab. Ja. Und
Ja, was wir hier auch sehen können, ist, dass die Wärmeleitpaste jetzt noch mal eine Ecke besser sich verteilen konnte. Auch hier in den oberen, äußeren Ecken. Ja, und soweit vom Look sieht der Alpenfilm Blackridge jetzt hier komplett in Schwarz natürlich richtig nice aus. Ah, so, Freunde, jetzt sehen wir übrigens auch, wie sich die Wärmeleitpaste unter dem Blackridge verteilt. Jetzt nach der Testreihe entsprechend sehen wir, dass der Kontakt wunderbar gegeben war. Also sowohl hier auf der Coldplate von dem Kühler, als auch auf dem IHS, auf dem Heatspreader von der CPU. Ja, bis in alle Ecken schön verteilt mit der Wärmeleitpaste, die hier beim Blackridge mit im Lieferumfang war. Ihr habt die Menge gesehen, die ich verwendet habe. Die hat sich hier ganz wunderbar geeignet. Keinerlei Hotspots oder dergleichen. Schön plan auf der Oberfläche. Also wunderbar, so soll es sein. So, jetzt haben wir das Ganze mit dem Blackridge getestet. Und als nächstes kommt natürlich hier der Thermalright IXP 90X47 dran. So, wunderbar. Ja, wir sehen, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr wieder Wärmeleitpaste verwenden. Wir haben jetzt tatsächlich sogar beim Blackridge, ja, beim ersten Test, die Wärmeleitpaste von Thermalright verwendet. Die hat irgendwie eine sehr, sehr zähe Konsistenz. Ja? Heißt TF7 und die hat sich auch beim ersten Mal nicht so gut verteilt und beim zweiten Test, ja, und so wie wir die Temperaturen dann letztendlich festhalten, habe ich von Alpenföhn die beiliegende Wärmeleitpaste verwendet und die werden wir auch gleich nochmal aufbringen, selbe Menge. Ja, Freunde, ihr könnt sehen, die Wärmeleitpaste hat sich auf jeden Fall gut verteilt. Vielleicht hier unten die eine Ecke nicht zu 100%, ja, aber ist jetzt nicht allzu dramatisch. Ja, Freunde, wir haben jetzt entsprechend die Tests soweit durch, ja, und wir schauen uns mal die Ergebnisse an. Denn nichtsdestotrotz wollte ich das Ganze mal mit dem Ryzen 5300G auf dem MSI B550i, ja, auf diesem Board hier einmal austesten und in Betrieb nehmen, ja. Ich weiß, ich habe den Kühler bereits getestet gehabt. Nichtsdestotrotz wollte ich euch aktuelle Ergebnisse liefern mit der Revision B. Ich habe das Ganze erst einmal 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Also ganz normale Idle-Temperaturen gemessen. Und die lagen beim Alpenföhn Blackridge bei 32 Grad Celsius. Beim Thermalright IXP 90 bei 29 Grad. Das hat den Grund, ja, dass der Alpenföhn entsprechend mit 1270 RPM bei Auto-Settings läuft. Der Thermalright IXP 90 hingegen mit 1430. Das heißt, der pustet ab Werk schon ein gutes Stück mehr drauf, ist aber, um ehrlich zu sein, nicht so viel lauter. Das hat nämlich auch den Grund, dass der Alpenföhn Blackridge entsprechend den Lüfter unter dem Heatsink hat. Und die Luft, die dann von unten reingesogen wird durch die Heatsinks, verursacht einen höheren Luftstrom bzw. eine etwas stärker wahrnehmbare Lautstärke als der IXP 90. Dann, nachdem wir das Ganze erstmal im Idle gelaufen lassen haben, sind wir in Cinebench R15 eingestiegen, entsprechend fünfmal hintereinander. Ja, dann haben wir schon eine gute, sich einpendelnde Temperatur und der Alpenföhn Blackridge entsprechend bei 59 Grad Celsius gestartet, dann auf 61. Ja, und hat sich dann bei 61 Grad gehalten. Ja, mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 49 Watt ist der Ryzen 5300G auf jeden Fall schön sparsam und lässt sich hiermit wunderbar kühlen. Ja, maximale RPM-Zahl ist hier bis 2226 hochgegangen. Der Thermalright, ja, der ist bei 58 Grad Celsius gestartet, ebenfalls 49 Watt. Und bis auf 59 Grad hochgegangen. Das heißt, hier mit einer maximalen RPM von 2259, ziemlich ähnliche RPM-Werte, um ehrlich zu sein. Hier mit 2 Grad niedriger, auf jeden Fall besser, ja, im ersten Vergleich. Wir sind dann direkt in den Cinebench R20 übergegangen. Hier mit 60 Grad Celsius der
Thermalright. Der Alpenföhn hingegen, ja, mit 65 sieht man schon, dass hier entsprechend mit anhaltender Last das Heatsink einfach wenig Luft zugeführt bekommt. Da wäre einfach der 120 mm Lüfter mit der größeren Oberfläche optimal gewesen. Im Cinebench R23, ja, sieht diese Diskrepanz nochmal ein bisschen zugespitzter aus. Und dann bin ich direkt in den Intel Burn Test übergegangen. Hier sind wir auf eine maximale Leistungsaufnahme von 56 Watt hochgegangen. Das heißt auch hier schon mal der Stromverbrauch höher, entsprechend auch die Temperaturen, zumindest ja, beim Alpenföhn. 61 Grad beim Thermalright und 67 Grad beim Alpenföhn. Das ist jetzt nicht die Welt. 6 Grad Celsius ist noch zu vertreten. Wir können hier drauf schließen, dass der Thermalright mit 2537 RPM gegenüber 2464 RPM, was jetzt kein allzu krasser Unterschied ist, muss man auch anmerken, auf jeden Fall eine höhere Umdrehung hat, aber akustisch nicht stärker zu Buche schlägt. Genau aus den besagten Gründen der Ergodynamik, ja, wenn die Luft durch dieses Finstack mit viel Widerstand durchgezogen wird, dann ist es einfach lauter, als wenn wir ohne Widerstand die Luft einsaugen können. Mein Statement bleibt bestehen, ja, der beste 47 mm CPU-Kühler ist der Blackridge mit 120 mm Lüfter, VLP-Arbeitsspeicher. Das Problem ist, dass das einfach nicht die Realität für die meisten Nutzer darstellt. Ja, der Thermalright bietet da einfach in Sachen Arbeitsspeicherkompatibilität, Boardkompatibilität den besseren Support, das bessere Gesamtpaket. Nur, jetzt kommt der Flop, das Ding ist in Europa einfach nicht erhältlich. Der AXP90 ist seit Jahren nicht erhältlich und geschweige denn die neue Graphen-Variante. Entsprechend muss man das Ganze umständlich aus China importieren, über AliExpress oder andere Seiten. Und auch da ist er nicht immer verfügbar. Und ja, wird dann auf jeden Fall ein bisschen teurer ausfallen als jetzt hier der Alpenföhn Blackridge für um die 40 Euro. Das ist echt ein Hammerpreis-Leistungsverhältnis. Und entsprechend meine Empfehlung, wenn man hier mit den paar Grad mehr leben kann und wenn man dann noch ja, sich ein VLP-Arbeitsspeicher-Kit irgendwie besorgt, ja, dann rockt der Blackridge definitiv, ja. Nur muss ich auch ehrlich sagen, ja, es gibt einfach bessere Alternativen, wenn man eben auf das Ganze drumherum keine Lust hat. So. Entsprechend erwarte ich jetzt von Alpenföhn, dass hier in Sachen 47 mm Bauhöhe einfach ein ja, flexiblerer und ja, vor allem mit der Zeit gehender CPU-Kühler nachgereicht wird, vielleicht für 2022 einen neuen SFF-Standard setzen wird. Da habe ich Bock drauf, ihr hoffentlich auch. Lasst mir auf jeden Fall Feedback da und bis dahin Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.